Hallo und herzlich willkommen zu dieser Robin Road to Glory, genannt Robins Reise. Heute haben wir die zweite Folge und jetzt werden wir mal gucken, wie wir das Team auffüllen. Wir haben jetzt erstmal 9 neue Spieler erhalten durch die 7 Tore, die Robin in 3 Spielen gemacht hat, die 0 Vorlagen und die insgesamt 2 Siege, die er eingefahren hat. Da haben wir erstmal im Tor Federico Marchetti mit guten Werten. Links haben wir dann Kevin Constant mit ebenfalls guten Werten und ist wohl einer der besten Linksverteidiger der Welt, wie ich finde. Dann Giorgio Chiellini, braucht man nichts zu sagen, gutes Pace, gute Defensive, besserer Kopfball sozusagen. Martin Caceres, sehr gutes Pace, ansonsten auch gute Werte für einen Verteidiger. Rechter Verteidiger ist Ignacio Abate. Er hat auch sehr gutes Pace, mittelmäßige Defensive, mittelmäßiger Kopfball. Also eigentlich so ein guter Rechtsverteidiger. Rechter ZM ist Hernanes von Inter Mailand. Er hat auch gute Werte. Und dann auf der ZM-Position haben wir Arturo Vidal. Habe ich gar nicht gemerkt. Oh, es gibt ja schon Upgrade von den 86er. Hier ist er, der 85er. Dann haben wir noch Marquisio. Der ist auch ein sehr rustikaler Spieler, aber gut. Dann haben wir noch Balanta, der Bronzespieler, der auch die letzte Episode dabei war. Und dann haben wir natürlich Mario Balotelli. Ist dann doch noch ein Stück besser als Victor Ibarbo. Und deswegen finde ich ganz zu Recht, auch wenn er grässliche Arbeitsraten hat, er ist einfach der Tank da vorne drin, muss man einfach mal so sagen. Und dann natürlich noch der Star Arjen Robben, der einfach mal für Cuadrado eingewechselt wird. Und dann werden wir uns mal die Spiele angucken. Jetzt sehen wir auch schon gleich sein Team. Er hat ein BPL mit unter anderem Lukas Podolski, Frank Lampard oder Negredo. Aber insgesamt sollte das eine machbare Aufgabe für uns werden. Jetzt relativ früh in der Partie, in der ersten Minute. Balotelli spielt auf Marquisio. Marquisio fackelt nicht, schießt, trifft. 1-0. Robben war noch gar nicht drinne, wird jetzt erst eingewechselt. Trotzdem, deine Mannschaft ist schon in Führung. Das ist natürlich schon gut. Jetzt der Fehler von Caceres. Berbatov holt sich den Ball, spielt auf Negredo überlupft und da ist es schon passiert. Extrem unglücklich, weil es sein allererster Torschuss war und dann auch noch ein Fehler. Aber ja, sowas darf einem eben auch nicht passieren, wenn man der perfekte FIFA-Spieler sein möchte. Ja, so ist das Leben eben. Dann Ecke, Marquisio, Chiellini köpft. Köpft gegen die Gegenspieler und dann Martin Caceres macht seinen Fehler. Kurz vor der Pause wieder gut. Das war natürlich. Und jetzt ist eben schon Halbzeit. Und dann führen wir mit einer 2-1 Führung. Jetzt flankt Robben auf Caceres. Der wird abgeblockt und Caceres zum zweiten. Dadurch hat Robben auch eine Vorlage laut EA. Und ja, das ist natürlich auch gut für den Arjen. Dann schon wieder ein Eckball, jetzt in der 88. Chiellini köpft nochmal ein und damit ist das Ding endgültig gegessen. Leider Eckballtore, aber na gut. Das war's dann von diesem Spiel. Das heißt, Robin hat dreimal mit seiner Mannschaft gewonnen. Das gibt uns natürlich noch einen Spieler und jetzt durch die Vorlage auch noch, also schon 2 neue Spieler. Ja, also wie gesagt, hier sehen wir nochmal den Spielverlauf. Haben wir dann doch deutlich gewonnen und wir gehen zum nächsten Spiel über. Hier sehen wir dann erstmal den Gegner. Und er hat ein Monster-Team mit James, Team of the Season, Cuadrado und Jackson Martinez, Team of the Season und noch zahlreichen Informs. Das wird auf jeden Fall keine leichte Aufgabe für uns, aber ich denke, wir können auch mal diese Hürde jetzt nehmen. So, dann schon in der 7.
Cuadrado ist immer noch drinne, schießt und trifft. Dadurch löst er natürlich Robben so ein bisschen ab, aber auch von ihm muss man auch mal Tore sehen. Er hat nicht viel Zeit und dann nutzt er die Zeit einfach mal. Und schießt dann im Außenriss wirklich gut rein, kann man nicht anders sagen. Aber von Robben war auch noch nichts zu sehen. Jetzt Robben trifft natürlich, damit hat er sein 8. Tor perfekt. Damit ist Robben auch im Spiel drin und sagt, ja, es hat sich gelohnt, mich einzuwechseln. Damit führen wir auch 2-0. Dann jetzt Robben. Robben geht, ich mache keine Tricks. Er grätscht immer vorbei, Robben schießt, Robben trifft. Damit hat er 9 Tore geschossen. Das ist natürlich schon sehr gut und jetzt ist das Ding auch hier gegessen. Denk mal, wir werden natürlich aufsteigen. Und dann macht ihr den Patzer und Ballanter, der den Flügel gewechselt hat, flankt auf Robben und tatsächlich mit dem 58er Kopfball holt er hier noch sein Hattrick raus. Das war wirklich richtig gut und dann war die erste Halbzeit auch schon vorbei. Und in der zweiten Halbzeit, wie wir jetzt gleich sehen werden, ist nicht mehr ganz so viel passiert. Um es kurz zu sagen, ist gar nichts passiert an Toren oder an richtig guten Chancen. Ich habe einfach ein paar Schüsse zurückgefahren. Und Robben hat 4-mal mit seinem Team gewonnen und dazu noch zahlreiche Tore geschossen. Das ist natürlich schon eine angenehme Statistik. Ich meine, 5 Spiele, 4 Siege, 1 Unentschieden ist durchaus akzeptabel. Und dann werden wir zum dritten und für diese Episode auch leider schon letzten Spiel hinüberschreiten. Jetzt haben wir hier den Gegner vom letzten Spiel. Er hat ein Bundesliga-Team mit Aubameyang, Mandzukic, Mkhitaryan und Ilija zum Beispiel auch. Das sollte ebenfalls eine schaffbare Hürde werden. So, und in der ersten Halbzeit ist gar nichts passiert, wie wir hier sehen. Keine Tore, paar Chancen, aber auch nicht so mega viele. Das ist sicher jetzt so eine Top-Chance. Aber dann in der 52. Robben. Robben läuft an dem Kreis lang, schießt und trifft und hat damit sein 11. Tor. Das ist natürlich schon richtig gut. 11 Tore ist natürlich schon eine sehr gute Statistik. Und damit gehen wir dann auch hier im Spiel in Führung. Und Robben ist eigentlich ein schöner Treffer, hat er wirklich sehr gut gelöst. Und dann Ball auf Robben von Balotelli. Robben spielt sein Tempo aus, sein Pace. Dreht sich, flankt Balotelli, Tor. Robben hat damit auch seine 2. Vorlage gemacht und damit ist er natürlich auch jetzt da in einem guten Wert. Dann Robben mit dem Berberspin vorbei, lässt einen aussteigen, macht einen Finesse-Schuss, wunderbar ins Eck, keine Chance für Adler. Also da sieht man richtig die 85-Schuss, das war richtig gut geschossen. Muss man mal so klar sagen, das war... Und dann hat er leider in der 90. auch nochmal was angesetzt. Und ja, dann hat er eben, war es schon passiert, ich meine, es war ein bisschen unglücklich auch. Aber na gut, das ändert glücklicherweise nichts mehr am Spielverlauf, bin ich. Ihr hättet es jetzt wahrscheinlich gar nicht gedacht, nicht böse, dass er noch gewinnt. Aber damit haben wir dann auch den 5. Sieg im 6. Spiel geholt. Das ist natürlich auch eine gute Statistik. Wir werden daran hoffentlich in den nächsten Episoden anknüpfen. Zu den nächsten Episoden oder zu der nächsten Episode wahrscheinlich werde ich dann nochmal was sagen. Darauf werde ich gleich noch hinzukommen, dass einige neue Regeln in dieser Serie jetzt eingeführt werden, damit sie nicht zu schnell vorbeigehen. Und hier sind diese auch schon. Also die erste Regel ist, die wir einführen wollen. Bevor eine neue Liga gestartet werden kann, muss Robben 15 Tore mit diesem Team schießen. Und die bis dahin aufgesparten Punkte für neue Spieler werden am Anfang der nächsten Liga eingesetzt. Und wenn eine neue Liga gestartet wird, muss zuerst mit Silberspielern angefangen werden. Zu der ersten Regel. Das heißt, die nächste Episode wird 1 oder 2 Spiele gehen, bis Robben eben den einen Spieler komplett hat und also Balanta noch wegkommt. Und hier sehen wir erstmal 10 Punkte haben wir aufgespart. Also die nächste Episode wird
Etwas kürzer wahrscheinlich, denn oder vielleicht auch länger, so lange bis Robben die 15 Tore hat. Danach werden wir mit der Ligue A weitermachen mit Silberspielern. Das Team wird dann auch aus den Punkten, die wir in der nächsten Episode sammeln, dann bestehen. Und das war's. Bis dann, Leute. Ciao.